In jener Zeit verließ Jesus das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Taubstummen, Ephata, das heißt, öffne dich. Sogleich öffneten sich seine Ohren. Seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemand davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Außer sich vor Staunen sagten sie, er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Brüder, das Ziel dieses Wunders, das Jesus hier wirkt unter den Heiden, das Ziel ist, dass dieser Taubstumme hören und richtig reden kann. Das sagt uns das Evangelium selber. Aber was heißt richtig reden für die Menschen? Was heißt es für uns? Was heißt es für die Kirche? Wir reden allerhand. In der Regel zu viel. Das gilt für uns und es gilt für die Kirche insgesamt. Wir reden über alles Mögliche. Aber wenn wir die Heilige Schrift befragen, was ist eigentlich der Sinn, die Intention, dass wir Menschen sprechen können? So können wir einmal nachblättern, ganz nach vorne auf die ersten Seiten. Als Adam zum ersten Mal seinen Mund aufmacht, was sagt er da? Ich weiß nicht, wie gut Sie diese Geschichte aus dem Buch Genesis parat haben. Aber der sagt erst einmal ganz lange nichts. Er hört, Gott gibt ihm verschiedene Aufträge. Und zum ersten Mal macht der Adam den Mund auf, als er, nachdem er die Tiere vor sich alle gesehen hat und das alles nicht so richtig war und Gott ihm endlich seine Eva an die Seite stellt. Da macht dieser Adam zum ersten Mal einen Laut und macht den Mund auf und sagt, oh, das steht nicht in der Bibel, aber wir können uns das vorstellen. Das ist jetzt endlich mal was Richtiges. Das ist großartig. Adam ist begeistert vom Werk Gottes, liebe Schwestern und Brüder. Und darin liegt ein indirekter Lobpreis Gottes. Er hat es gut gemacht. Damit wiederholt Adam das, was im ersten Schöpfungsbericht, noch einmal eine Seite nach vorne geblättert, Gott selber von seinem Werk sagen kann. Und es war gut. Und es war der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Tag. Am siebten Tag ruhte Gott. Er hat es gut gemacht. Und immer wenn Menschen ihren Mund öffnen, wenn sie ihn richtig öffnen, wenn sie richtig sprechen, dann müssen sie zu diesem Punkt hinfinden. Und das ist für uns ein ganz wichtiges Kriterium, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir, die wir doch von uns sagen, wir sind Christen, wir sind getauft, wir haben mit Gott zu tun, ja, wir leben eine Beziehung mit ihm. Dass, wenn wir den Mund öffnen, sogar vielleicht morgens als erstes, dass wir nicht dies und das machen, genau wie dieses O, können wir das Gähnen in diesem Fall auch vernachlässigen, das ist erlaubt. Aber das Erste, was wir richtig reden, ist Lob Gottes. Ist danken. Er hat es gut gemacht. Und es bleibt uns nicht erspart, auch die Kehrseite zu besichtigen. Sind wir nicht manchmal wie dieser taubstumme Mensch hier im Evangelium, der erstens nicht hören kann und nicht sprechen kann? Es gibt Schriftausleger, die sagen, dieser Taubstumme ist ein Symbol, eine Verwirklichung des ganzen Volkes Israel.
das eben nicht hört, die Propheten beschweren sich oft darüber in ihrer Botschaft. Sie hören Gott nicht zu, deshalb finden sie nicht zur rechten Antwort. Aber ist es nicht auch so, dass dieser Taubstumme auch für die Kirche unserer Tage steht? Wir haben uns jetzt einige Wochen nicht gesehen. In diesen Wochen gab es viele Überschriften, was die Kirche angeht. Viele neue Skandale. Der Dreck schwimmt immer oben. Und es ist noch kein Ende abzusehen. Machen Sie sich in den nächsten Wochen auf einiges gefasst. Da wird uns noch einiges begegnen. Da wird uns noch einiges um die Ohren gehen. Und ist nicht die Kirche unserer Tage auch in ihrer verklemmten Reaktion ein solcher Taubstummer des Evangeliums, der sich, wie es Papst Franziskus macht, ein Schweigen verordnet und nichts zu den Dingen sagt, nicht zum richtigen Wort findet, aber ich will nicht den Papst, ich wollte nicht mit ihm tauschen, in die Ecke stellen, weil wir sind alle diese Kirche. Aber es gilt auch vor allen Dingen für die Bischöfe. Zuerst wird der ganze Dreck und Schmutz verschwiegen. Es wird gar nicht gehört, etwa auf die Stimme der Opfer. Das wird weggewischt, unter den Tisch gekehrt und dann gibt man sich auch noch stumm. Es ist die gleiche Bewegung wie im Evangelium. Weil man nicht hört, kann man nicht richtig reden. Findet man nicht zur eigentlichen Aussage. Und das ist wichtig, dass wir das in den nächsten Wochen und überhaupt in unserem christlichen Leben nicht aus dem Blick verlieren, was die Aufgabe der Kirche ist, wenn sie spricht. Wir sagen dann, ja, die Kirche muss lehren, sie muss unterweisen. Das muss sie alles auch. Aber ihre erste Aufgabe ist es, in dieser Welt das Lob Gottes zu verkünden. Die erste Botschaft zu sagen, die wir hier am Beginn des Gottesdienstes gesungen haben. Er hat alles gut gemacht. Und das ist das Fahrwasser eines christlichen Lebens, liebe Schwestern und Brüder, in das alles einmünden muss. Bei allem Schmutz, allem Dreck, den es gibt. Aber es bleibt dann auch die Aufgabe, all diesen ganzen Schmutz nicht irgendwo unter den Teppich zu kehren, zu verschweigen, über die Stimme der Opfer hinwegzugehen oder sie klein zu machen, sie gar nicht zu hören, um dann zu sagen, am besten begegnet man dem mit Schweigen. Das haben wir lange genug gemacht. Das geht nicht. Wir müssen uns den Finger Gottes in die Ohren legen lassen. Und der alte Heilig-Geist-Hymnus spricht vom Geist Gottes als dem Finger Gottes. Digitus Patris, der Finger des Vaters, der uns in die Ohren gelegt werden muss, damit wir endlich hören auf die richtigen Stimmen, das, was der guten Absicht Gottes entgegensteht und was der guten Absicht Gottes auch von kirchlichen Würdenträgern entgegengehandelt wird. Dazu müssen unsere Ohren offen sein. Und dann muss uns der Speichel, wie der Tau des Heiligen Geistes, der Speichel Christi auf die Zunge gelegt werden, wie das im früheren Taufritus war. Nicht umsonst ist dieses Wort in das Taufritual übergegangen. Ephata. Öffne dich, dass die Sinne offen werden für diese Grundbotschaft des Evangeliums, der ganzen Heiligen Schrift. Er hat alles gut gemacht. Das ist eine Botschaft, die uns zieht aus diesem ganzen Schmutz heraus, dass wir uns nicht zu diesem und jenem äußern, uns sämtliche Überschriften diktieren lassen, sondern dass diese Grundbotschaft des Evangeliums und der Kirche klar ist. Das Lob Gottes in dieser Welt wach zu halten, es zu sagen, es laut herauszurufen. Nicht, um die schlechten Überschriften, unter denen wir im Moment leiden, zu übertönen, sondern weil man die Ursache dieses Übels, was da jetzt alles herauskommt, an Machenschaften, an Kriminalität, an übler Gesinnung, an Dreck und Schmutz, nicht um das zu übertönen, sondern um wieder dorthin zu finden, zu dem Ausgangspunkt, dass man so gar nicht handeln darf, dass es eine Absicht Gottes gibt, für jeden und jede von uns, für jeden und jede, ob getauft oder nicht, ob Kind, ob Junge oder Mädchen, eine Absicht Gottes gibt, wenn wir einander anschauen,
wenn wir die Opfer anschauen. Er hat alles gut gemacht. Das ist der Sinn der ganzen Schöpfung. Der Sinn dessen, was existiert, was es gibt, was wir an Schönem erleben dürfen. Er hat alles gut gemacht. Lassen wir uns ganz persönlich neu seinen Finger in die Ohren und seinen Speichel auf die Zunge legen, damit wir endlich richtig reden.